Willkommen zu diesem neuen Video und ich muss sagen, unfassbar viele Kommentare und auch E-Mails haben mich erreicht. Die habe ich auch alle gelesen und leider konnte ich natürlich nicht allen antworten, weil das einfach zu viel ist. Deswegen kann ich zur Not nochmal ein lauter reden. Ich schaffe es zeitlich einfach nicht allen zu antworten. Aber dafür gibt es ja dieses Video. So, da waren super viele Tipps bei dem Ganzen. Und ich würde sagen, wir gehen der Sache gleich mal mit diesem Fußboden auf den Grund. Aber wir kümmern uns erst nochmal um den ersten Teil. Dahin. Ich habe mich dagegen entschieden, zwei neue Grills jetzt einzubauen, weil die eigentlich noch gut sind. Und eigentlich müsste ich es machen, aber aus Zeitgründen, naja, Termine, schaffe ich es nicht. Deswegen habe ich jetzt neue Fühler bestellt, diese schicken Dinger hier. Und die haben wir dann auch mal eben schnell, beziehungsweise habe ich dann letzte Tage mal eben schnell eingebaut. Ja, sieht man ganz toll, wie ich den eingebaut habe und wie man an diesem dreckigen Grill sieht, war der auch schon im Einsatz. Also es hat jetzt funktioniert und es lag auch wirklich nur an diesem Johnny hier. Und ja, das macht, der Grill macht jetzt, was ich soll und wie gesagt, und die beiden, die ich hier über habe, ja, die habe ich dann halt für eventuelle Reparaturen nochmal gesagt, weil der Grill oder beziehungsweise weil die Grills noch gehen. Ihr seht ja aber, die sind halt eben jetzt 2 Jahre alt. Normalerweise, also wenn kein Corona ist, dann halten die Dinger ja so 1,5 Jahre. Aber es funktioniert erstmal jetzt, naja, muss sauber gemacht werden. Und genau, worum habe ich mich dagegen entschieden? Erstmal, oder beziehungsweise einige hatten mir auch in den Kommentaren geschrieben, warum ich denn nicht gleich gescheite Grills kaufe. Könnte ich machen. Die kosten so, ich sage jetzt mal roundabout 200 Euro und wenn ich gescheite kaufe, kosten sie 400 Euro. Die halten dann halt doppelt so lange. Also ja, kann man machen, muss man nicht wirklich. Hintergrund hinter dieser ganzen Geschichte ist, klar, ich könnte welche für 400 kaufen, die halten dann doppelt so lange, komme aber einmal im Jahr kommt das Gesundheitsamt zu Besuch und kontrolliert das alles und dann habe ich lieber alle 2 Jahre einen neuen Grill, dann sieht es immer sauberer aus und auch vernünftiger, weil man dann, wenn man es ausbaut, kann man da besser sauber machen und dann heult das Gesundheitsamt auch nicht rum und ich finde es dann halt immer hygienischer und ich weiß, dass viele Kollegen das auch so machen und die dann so alle 1,5 Jahre oder 2 Jahre dann irgendwie tauschen. Ja, also, ja. Na, egal. Es geht jetzt erstmal wieder. Die Grills sehen auch noch einigermaßen ansehnlich aus und sie sind auch nicht so gammelig, dass ich sie jetzt tauschen müsste. Also und der Zeit geschuldet, dass es halt so ist. So. Kommen wir zum Fußboden. Der Fußboden, da haben ja auch super viele Kommentare, habe ich mir da durchgelesen. Von wegen, ich sollte mal von unten gucken und ich sollte mal von unten was gegenschrauben. Aber ich glaube, das kann ich am besten selber zeigen. Ich nehme meinen Zollschirm mit, den wollte ich gleich noch. Wir schauen mal von unten runter. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich drunter legen kann. Ich glaube, von hier geht es ganz gut. Oder? Gib mal. Noch da. Einmal. Ja, einmal Knie nieder. So, der Fußboden. Ich hoffe, ich kriege das auf die Kamera drauf. Also hier haben wir die Streben. Da ist eine. Und der Fußboden ist von unten auch noch supidupi. Dieser Dreck hier ist übrigens noch aus dem Ahrtal, sehe ich gerade. Aber das ist nicht schlimm, das ist einfach nur Dreck. Aber der Fußboden ist auf jeden Fall von unten einwandfrei noch so. Und dann können wir jetzt diese andere Liste zeigen hier. Und zwar den Aufbau des Fußbodens. Also im Prinzip ist der Fußboden so eine Wand. Also ich habe hier das Plastik, PVC, wie auch immer man das nennen mag. Dann habe ich hier diesen Schaumstoff. Und dann habe ich hier eine Siebdruckplatte. Gib mir doch mal, habe ich den Zustand? Habe ich in der Tasche oder habe ich den irgendwo liegen lassen? Dass ich mal eben messen kann, wie dick denn diese Siebdruckplatte hier ist. So, mal gucken, ob ich das rauskriege. Die hat ohne PVC. Was ist denn das? Wo kann ich das denn ohne PVC messen? Ich würde mal sagen, die hat jetzt irgendwie sowas hier mit 9 mm. Das Problem haben nämlich einige schon gut erkannt. Also im Prinzip ist der Boden unten nicht durch. Und wenn ich jetzt was von unten gegenschraube, bringt das gar nichts, weil ich einfach diese Lierung habe. Und einige waren da lange schon sehr richtig bei. Und das war auch mein Verdacht, den ich schon hatte. Und zwar dadurch, dass wir eine relativ dünne Holzplatte haben und dadurch einfach mit unserem Gewicht da drauf gehen, was eigentlich normal ist. Ich komme auch gleich noch zu den Garantiebedingungen, das würde dich auch noch interessieren. Es ist so, dass halt eben der Boden immer wieder, ja, muss man wahrscheinlich eher so machen, dass man halt immer irgendwie so durch die Belastung da irgendwie immer drauf kommt. Und was jetzt passiert ist, ist halt eben, dass dieser Schaum einfach zerbröselt ist. Das heißt, der Boden ist jetzt präzise so, der Schaum darunter ist, ja, Fratze. Und je länger ich das jetzt mache, desto besser wird es nicht wirklich, sondern es wird eigentlich schlimmer. Das heißt, irgendwann wird das sein, dass es halt noch weiter durch ist. Und irgendwann bin ich auch mit Sicherheit bei dieser 9 mm Platte. Und dann bin ich wirklich auf dem Boden. Und dann habe ich die A-Karte. Deswegen habe ich gedacht, handeln wir jetzt.
bevor überhaupt irgendwas zu spät sein sollte. Und jetzt kommen wir den Punkt, der dich auch wahrscheinlich interessieren sollte, Garantiebedingungen. Ich habe mich also jetzt nicht an den Hersteller gewandt, sondern ich habe mir mal die Garantiebedingungen durchgelesen. Also, und da war ich nicht nur ein bisschen überrascht, sondern da fühle ich mich sogar schon ein bisschen mit verarscht. Punkt Nummer 1 ist, gewerblich hast du ein Jahr Garantie, privat hast du 2 Jahre Garantie. Das ist ein Punkt, den kann man leben, oder? Ja, da kann man erstmal leben. So, Punkt Nummer 2 ist, die Garantie erlischt, wenn du nicht die Wartungsintervalle einhältst bei einem Fachhändler. Ah, ja. Das ist wie bei einem normalen Auto. Du musst ja halt eben dein Service da machen. Wenn das nicht beim Fachhändler machen lässt, dann erlischt dann die Garantie auch. Hm. Auch ein Punkt, mit dem ich auch leben kann. Ja. So, jetzt kommt wirst du jetzt gleich aus allen Wolken fallen. Punkt Nummer 3, der war der geilste. Das ist so ungefähr, ich gebe dir eine Garantie, aber irgendwie ist es keine Garantie. Pass auf. Sobald du in diesem Wagen, das ist ein Verkaufswagen, sobald du in diesem Wagen etwas anbringst oder anschraubst oder irgendwie befestigst, erlischt die Garantie. Ah, ja. So, jetzt hast du einen Verkauf. Das ist ein Verkaufswagen. Ja. Was willst du denn hier verkaufen? Also ohne etwas anzuschrauben oder etwas anzubringen. Was? Gar nichts. Kannst du höchstens einen Tisch reinstellen. Ja. Das heißt, sobald ich jetzt also irgendwas hier befestigt habe, so wie jetzt hier diese Dinger oder was auch immer, scheißegal, erlischt die Garantie. Also wir geben Garantie, aber wir geben auch keine Garantie. Dezente Verarsche, finde ich. Deswegen habe ich es mir jetzt auch gespart, den Händler da anzuschreiben, um mich zu vergewissern. Weil das so gar nichts bringt. Weil die sich einfach komplett rausreden können und es macht so gar keinen Sinn. Ja. Ne? Ja, gewerblich ist halt immer was anderes wie privat. Aber egal. Auf jeden Fall ist die Garantie erloschen. Vorbei ist sie sowieso schon. Ja. So, wie gehen wir jetzt mit dem Fußboden vor? Ich habe mir überlegt, wir haben ja nur wahnsinnige 9 mm, also das ist irgendwie auch schon ein Konstruktionsfehler, schon, der im Karton schon entstanden ist, dass wir einfach eine Holzplatte drüber machen. Die habe ich auch vorhin schon geholt und auch einen neuen PVC. Aber nicht vollflächig, sondern halt nur auf dieser ganzen Gehfläche. Denn wir müssen, nicht nur ich muss gewichtstechnisch aufpassen, sondern halt der Wagen halt auch. Deswegen müssen wir halt gucken, wie das Gewicht ist. Wir haben aber gerade geguckt, der PVC ist vollflächig verklebt. Ich würde ihn gerne aus gewichtstechnischen Gründen gerne rausreißen, aber ich glaube, das ist mehr Aufwand, weil dann die ganze Klebescheiße, dieses Gummierung da, dann sind wir hier wahrscheinlich stundenlang mit dem Spachtel dazugange. Wahrscheinlich werden wir die Platten einfach stumpf drauflegen. Ja. Das heißt, wir werden jetzt eine Platte, beziehungsweise zwei Platten, dass wir hier diesen Hauptgang im Imbisswagen einfach mit 15 mm aufstocken und dann einfach stumpf auch in das vorhandene Holz reinschrauben. Habe ich passende Schrauben schon besorgt, dass wir auch nicht durchschrauben, damit, wassermäßig kommt da eh nichts rein. Wie gesagt, die Isolierung ist 3, 4 cm, 3, 4, 3, was hatten die? Die Isolierung hat 3, ja. Da sieht man es, 3 cm hat die, nur die reine Isolierung. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 15 mm drauf packe, plus diese 9 oder 11, was auch immer das sein mag, dann bin ich bei 25, wenn ich da jetzt 25er Schrauben reingehe, passiert da nichts. Und jetzt müssen wir halt nur gucken, warte, bleib du da, ich gehe hier rein. Das Einzige, was wir halt eben machen müssen, damit wir halt eben keine Stolperkanten haben, werden wir wahrscheinlich das Brett hier so stumpf hier so anlegen, dass es so bis hier hingeht. Und hier diesen Streifen hier, den werden wir wahrscheinlich einfach ausschneiden, weil da kommt sowieso ein neuer PVC drüber. Und die erste Platte geht ungefähr bis hier hin. Geht dann hier drunter ungefähr so bis hier hinten. Kriegst du was drauf so? Ja. So bis hier hin ungefähr geht die Platte. Also hier ist Ende und da hinten tritt ja eh keiner hin, das ist sowieso egal. Aber dann ist ja dieser Bereich komplett bis hier hin, ist ja wie gesagt die erste Platte, ist dann komplett abgedeckt. Und dann habe ich noch eine zweite Platte, da werden wir dann den Rest machen bis hier hin und dann haben wir halt nur hier eine größere Kante. Und einmal hier in diese Ecke wird eine Mini-Kante sein, also hier hinten. Ich sag mal, die Platte geht ungefähr bis hier hin, dann ist das Stück praktisch jetzt, wo nochmal eine Kante ist. Aber da geht auch keiner hin, da wird auch keiner stolpern. Also das ist für die Latte. Und dann ziehen wir da einen komplett neuen PVC drüber. Und dann müssen wir mal gucken, wie schick wir das ausschneiden können. Dann machen wir da einfach Alu-Leisten oder so. Keine Ahnung. Schätze ich mal. Also das können wir entscheiden. Oder wir nehmen hier diese schwarzen Leisten. Das geht auch. Gucken wir einfach mal, gucken, was schicker ist. Ja. Weil die kannst du ja kleben und Alu-Leisten, weiß nicht, ob es Eckprofile, ob sie auch zum Schrauben gibt. Muss ich mal gucken. Was haben wir denn hier? Ne, das ist außen eine Schiene. Wir schauen mal. Irgendwas werden wir da finden. Also wichtig ist erstmal, dass der Boden erstmal jetzt hier, wie gesagt. Das ist hier der Bereich. Und hier sieht man es auch. Siehst du das hier? Hier ist eine Strebe. Das sieht man vielleicht so ganz eben vom Schatten her. Ja, dann ist hier eine. Das sieht man auch vom Schatten her. Und hier ist die nächste. Siehst du das? Das heißt, der ganze Boden komplett ist irgendwie schon Fratze. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das gewichtstechnisch wahrscheinlich keinen großen Walzer gemacht hätten, wenn die anstatt 9 oder 11, was auch jetzt da ist, und hätten dann einfach eine 15er von Anfang an genommen. Ich glaube, das wäre jetzt gewichtstechnisch wahrscheinlich 10 Kilo mehr gewesen im Gesamten. Ja, ja. Als wenn die da jetzt, und dann haben die einfach nur gesagt, an sich, weil viele schrieben auch, ja, das ist voll scheiße, muss alles ausbauen, muss komplett neuen Fußboden.
Normalerweise wäre ich dabei euch bei den anderen Imbisswagen, die ich hatte, die hatten ja nur Holzfußböden, da wäre ich dann dabei. Ja. Der ist aber isoliert und das haben wir im Winter schon echt gut gemerkt, ja, vom Frieren her. Das heißt, ich will diese Isolierung eigentlich auch beibehalten. Ja. Deswegen die Methode mit dem drauf, festschrauben, dann ist es ja auch selbst fürs Gesundheitsamt ist es schick. Mhm. Für uns ist es schick, weil wir halt eben nicht keine Kante, Stolperkante haben, außer die, die hier so nicht nerven, weil die da sind oder da ganz drunter, wo du sowieso so nicht drauf kommst und dann ist das ja völlig egal. Und hier vorne ist dann halt eine Kante. Und hier ist ja sowieso eine Kante schon von, was hatten die hier? Die hat 1,5 Zentimeter. Dann ist hier halt eben anstatt 1,5 halt nochmal 3. Ja. Das ist ja dann nur hier eine Kante. Ja, das ist dann ja scheißegal. Da können wir auch ein Aluprofil draufsetzen und dann juckt das keinen. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt mal eben hier diesen Schrank hier wegschrauben. Diese Füße müssen wir wegschrauben. Den Fuß müssen wir wegschrauben und die Fritteuse müssen wir lösen. Dann können wir das wahrscheinlich alles so und dann müssen wir die Platte irgendwie so hier so da rein. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß es auch noch nicht. Geiles Spielzeug. Haben wir übrigens gerade für die Messe geholt. Übernächste Woche ist ja Messe in Fulda. Und damit wir dann Gehör finden, gibt's auch mit Sirene. Achtung! Sehr laut. Sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut. Also da bist du immer gehört. Ja. So, also, los geht's. Ja, draußen haben wir alles. Achso, der Schrank kann ich Ihnen zeigen hier. Das ist hier der Grillschrank. Der ist natürlich, den können wir jetzt auch mal sauber machen. Da kommt man ja sonst auch nie bei. Aber das sind so Sachen, wenn der Imbisswagen mal schief steht, dann, ja, dann läuft das Öl mal dahin, wo es nicht hin will. Und da sind so Stellen. Aber das wusste ich eh schon, dass wir es da sauber machen müssen. Von daher, halb so wild. Und jetzt haben wir alles so halbwegs schwebend hier. Alles halbwegs weg. Das heißt, da kommen wir gut hin. Nur der einzige Knackpunkt ist jetzt gerade hinten die Fritteuse. Da sind wir jetzt gerade am Rätseln. Ich möchte die ungern ausbauen, weil die Gasleitung daran hängt. Ich habe da nicht so viel Bock drauf. Ja, nicht wirklich. Die Anschrauben war schon Hölle. Ja, ich muss mal gucken hier, weil die ist ja hier da und dann geht sie da rein. Könnte ich das denn da losschrauben? Das würde gehen, aber das sind ja immer diese scheiß Quetschverbindungen. Ich will die euch ungern, ich will die eigentlich nur im Prinzip nur anheben, weil das Brett wird wahrscheinlich nur so bis hier hingehen oder so. Das heißt, die kann ich nur abschrauben, die Dinger. Muss ich mal gucken. Da muss ich mir irgendwann einfach. Das wird der einzige Knackpunkt sein. Kurzer Zwischenstand, wir haben jetzt uns doch dafür entschieden, weil es anders nicht irgendwie gepasst hätte, die Fritteuse auszubauen. Und ja, aktueller Status sieht gerade so aus. Und jetzt, ja, Tim fiel ich gerade ganz fleißig vor sich hin. Dann können wir einmal alles durchwischen, also sprich hier mit Seinjagd rein, hier alles Schnieke sauber machen. Und dann mache ich in der Zeit, wo er da drin wischt, mache ich anderen Part. Also sprich hier diese leckere Geschichten hier, die mache ich gleich sauber alle. Solche Geschichten. Und da müssen wir gucken, da müssen wir gleich alles in die Garage schaffen, weil es soll in einer Stunde soll es regnen. Und bis dahin haben wir es definitiv nicht fertig. Ich glaube, dass wir auch gar nicht heute fertig werden. Das wird nicht klappen. Aber naja, Zeitraffer, let's go. Ja, so, die erste Platte hat schon mal gut geklappt. Die ist drin und
Schnitttechnisch merkt man jetzt noch so ganz minimal noch. Aber da das Ganze ja noch verschraubt wird und das Brett, wo die Bretter dann zusammenkommen, sollte das besser sein. Das hat echt gut geklappt. Da, das war ja auch so gewollt, dass dem so ist. Hier kommt jetzt so ein Streifen rein. Also jetzt nicht der, aber da kommt noch so ein Streifen zwischen. Kühlschrank haben wir auch ganz gut gelöst. Und jetzt kommt nur noch praktisch die hintere Platte. Die müssen wir jetzt noch eben aussägen. Aber wir müssen erst hier alles verschrauben. Und dann können wir erstmal die Füße wieder ran machen, damit wir die anderen Füße abmachen können. Weil sonst ist hier grande Chaos. Aber so sieht es schon mal, ne? Hat was, oder? Ja, tut wohl. Ja, da wird nichts mehr. Nee. So, dann holen wir mal einen Akkuschrauber zum Bohren, zum Schrauben. Und dann schrauben wir mal ein oder zwei Löcher. Testen wir. Tanz mal durch den Saal hier. Mit den. Oh ja. Ja, so ein bisschen merkst du noch, aber das ist schon echt gut. Sonst müssen wir überlegen, ob wir nochmal irgendwie so längs nochmal verschrauben rein. Also hier so längs nochmal in der Mitte. Nochmal so zwei rein. Hm. Ne? Ja, ja. Zwei rein da irgendwie durch. Ja. Oder drei von mir, so egal, dass wir in der Mitte halt nochmal irgendwie welche sonst haben. Ja. Dass wir dann, dass sie dann vielleicht noch mal ein bisschen kommt. Aber er ist schon, auf jeden Fall schon erheblich besser wie vorher. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass das jetzt im Prinzip hält, bis so lange wie den bislang hält. Ja, weil du siehst auch hier, geh mal ganz mal rauf und ab. Ich glaube nicht mehr, dass da noch was gibt. Nee. Nee. Ja, ganz, 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 ganz minimal. Aber ich glaube, das ist jetzt so für die Schnelllösung wahrscheinlich perfekt. Und ja, ja, ne, ja. Das ist auf jeden Fall besser, geht schon gar nicht mehr. Ja. Ja. Nee, dann setzen wir jetzt da noch ein paar gut. Dinger ein. Noch hier zwischen noch. Ja. Und dann machen wir die andere Platte noch. Oh, das ja, hat's gebracht, ne? Oh, ja. Nochmal die Ritze dazwischen. Ja, richtig gut. Aber jetzt wippt hier gar nichts mehr. Nee, da wippt hier nichts mehr jetzt. Und guck mal, jetzt stehen wir sogar zu zweit hier. Ja. Also jetzt ist tippitoppi. Ja, das hat's gebracht. Richtig geil. Perfekt. Ja. Also nicht alle 50 cm, sondern alle 25. Ja. Das ist unser Schrauben. Haben wir natürlich ganz akkurat nicht gemacht, aber ist eh egal, weil. Ja, total. Das kommt jetzt auf einen Millimeter nicht drauf an, weil da so PVC drüber kommt. Also daher. Ja. Aber es macht schon mal das, was es soll. Das ist sehr gut. Sehr gut. Das gefällt mir. Sehr gut. Just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone.
Wusstet ihr eigentlich, dass der Imbisswagen auch ein eingebautes Aquarium hat? Ja, ein geheimes Feature. Zeige ich euch mal. Hier oben befindet sich mein geheimes Feature, eingebautes Aquarium. Ein bisschen wackel. Und dann sieht man auch, wie das Ding voll ist mit Wasser. Naja, muss ich auch erstmal trockenlegen. Diesen Ozean da drin. Oh Gott. Dropje vor Dropje Qualität. Man glaubt es kaum. Gottes Willen. Naja. Halb so wild aus. Aber es scheint noch alles zu funktionieren. Ja, und unsere Titanic ist wieder trockengelegt. Woran wird es gelegen haben? Ganz einfach wahrscheinlich. Das sind jetzt auch nicht die oberhochwertigsten Funzeln. Und wenn jetzt die Dichtung immer so ein bisschen verknickt war, dann kann da ein bisschen Wasser eintreten. Das sollte jetzt vorbei sein. Kann aber sein, dass es immer wieder kommt. Abwärts. Und jetzt kommen wir noch zu der Abteilung, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt, also in der letzten Zeitraffer, denn ich habe doch ein bisschen weitergearbeitet und bin jetzt auch fertig. Sieht das auch ansehnlich aus. Und zwar habe ich jetzt hier vorne so eine ganz schnieke Aluleiste montiert. Und naja, der ganze PVC ist komplett verlegt, wie man uns schwer erkennen kann. Und ich habe überall Leisten dran gemacht, schwarze Leisten, einmal rundherum und die vorher natürlich alle mit Silikon eingesprüht, sondern eingequetscht und kann sich sehen lassen, ne? Oder? Einmal so ganz rum die kompletten schwarzen Leisten. Hinzu kommt noch, dass ich das alles hier, ihr seht, alles auf Gärung sägen musste und das ist jetzt auch nicht ganz 1000%ig geworden. Aber kann man grundsätzlich ja schon mal sich sehen lassen. Ich hatte nämlich keine, wie nennt sich das denn, Gärungslehre. Und deswegen habe ich mir einfach an der Kreissäge mit 45 Grad hier so einen ganz hochprofessionellen Nichtwinkel gesägt. Und habe dann damit das Ganze hier mit so einer ganz normalen Pucksäge per Hand gemacht. Aber ja, komm, dafür, dass es jetzt echt komplett handmade ist, kann man ja nicht meckern, oder? Gibt's ja nichts. Also alle Kanten sind ansehnlich, dass man da mit leben kann. Auf jeden Fall kann man hier jetzt wieder rumwandern im Imbisswagen, ohne dass man jetzt hier Panik haben muss, dass man irgendwann mal durchbricht. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, leider habe ich den nicht im PVC gefunden. Aber das Einzige, was man sieht, wie gesagt, das ist halt eben der Streifen hier, den auch der originale PVC hat. Aber wenn man von draußen guckt, wird man es nicht sehen, also als Gast oder Kunde, wird man es überhaupt nicht sehen. Wenn man jetzt, sag ich mal, hier so durchguckt, also selbst da so durch das Loch durch, wo die Mayo reinkommt, sieht man es nicht. Selbst wenn man so guckt, sieht man es auch nicht. Das Einzige, wo man es wirklich sehen könnte, aber ich habe hier auch noch so Reste über, die ich auch noch benutzen kann. Ich muss mal gucken, ob ich da so einen Streifen drüber lege oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also selbst wenn man jetzt so guckt, sieht auch tippitoppi aus. Das Einzige ist wirklich, wenn man jetzt mal so ganz schräg guckt, dann sieht man, dass da noch so ein Streifen fehlt. Aber ja, der ist weder fürs Gesundheitsamt, noch ist der für mich relevant, weil da läuft keiner, da ist keiner. Und ich gehe davon aus, dass dieses Provisorium wahrscheinlich jetzt bis zu meiner Rente reichen wird. Aber auch von hinten aus, ne? Kann man auch. Ich sag mal, wie gesagt, den Streifen hinten, den sieht man so ein bisschen, aber ich könnte ja, wie gesagt, ich habe ja noch was über, aber stört euch das? Mich stört es nicht. Versiegelt ist alles, also auch wenn jetzt Onkel Gesundheitsamt kommt, der kommt nämlich in 2 Wochen maybe, dann kontrolliert er das sowieso, der wird auch nichts zu meckern haben. Ansonsten, wie heißt es immer so schön, Operation gelungen, Patient tot. Nein, in diesem Fall nicht, Patient lebt noch. Ich kann, wie gesagt, mit dieser Lösung ganz gut leben. Und wie gesagt, ich gehe mir davon aus, das wird jetzt auch halten.
Warum auch nicht? Jetzt haben wir insgesamt 15, 25 plus 3 nochmal, 27 mm insgesamt an Boden, dass ich schwabbel da sogar kein Problem mit haben sollte. Ja, ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video dann schon wieder und ich muss jetzt noch ein bisschen aufräumen. Und tschüss.